kleines Zwischenfeedback noch, wollte ich eigentlich noch zu dem Rest hinzufügen. Und zwar habe ich auch jetzt mal angefangen, so ein bisschen Raw zu beugen, so wie du. Also so, und zwar habe ich das jetzt so gemacht, das siehst du auch auf den Technikvideos. Habe ich, glaube ich, vorletzte Woche angefangen, weil ich es einfach mal testen wollte. Da siehst du einmal einen Satz High Bar. Ich denke mal, ich hoffe, du kannst unterscheiden, was jetzt High und Low Bar ist. Also in dem Video ist es halt so, ich habe mal so einen Vergleich gemacht. Ich mache jetzt momentan ja immer drei Sätze. Und dann habe ich immer so angefangen. Erster Satz, Low Bar, ohne Kniebandagen und ohne Schuhe, nur mit Gürtel. Dann habe ich immer ein Utensil hinzugefügt pro Satz. Das heißt, nächsten Satz habe ich dann wieder die Kniebandagen zugefügt und im letzten Satz habe ich dann mit Schuhen gebeugt. Und ich könnte mir natürlich vorstellen, wollte mal deine Meinung dazu wissen, dass dadurch vielleicht ein bisschen meine Sprunggelenksmobilität auch besser wird, weil ich ja dann, sage ich mal, nicht die Erhöhung habe. Und ich muss ehrlich sagen, der erste Satz ist immer ein bisschen schwerer, aber im zweiten finde ich es eigentlich ganz cool und auch die Halberbeuge. Ich finde, es fühlt sich manchmal ein bisschen schwerer sogar an damit. Und du hast mich da so ein bisschen inspiriert mit deinem Instagram-Video, was ich mir da nochmal angeguckt habe. Und das wollte ich dir auf jeden Fall nochmal da lassen, dass du das vielleicht mal so auf den Technikvideos bemerkst. Bestimmt wirst du es sowieso sehen. Ach ja, und falls ich es nicht gesagt hatte, also bei den beim Sumo-Kreuzheben ist mir, weil du gesagt hast, Hüftmobilität, also da ist mir halt auch aufgefallen, dass ich hätte schon gedacht, dass ich relativ gute Hüftmobilität habe, zwar nicht die beste, aber es passt eigentlich. Aber ich hatte nach dem Sumo-Kreuzheben immer so ein Ziehen in der Hüfte und ich glaube, das hat sich auch ein bisschen negativ auf meinen unteren Rücken ausgewirkt. Sind das so Anzeichen, dass man sagen kann, dass das eventuell nicht die richtige Variante für einen ist? Also ich würde halt gerne zwei verschiedene Kreuzhebevarianten drin haben eigentlich, weil ich das jetzt auch geil finde mit dem einmal Low Bar, einmal High Bar. Ich weiß nicht, das motiviert mich irgendwie immer mehr. Beim Bankdrücken stört es mich nicht. So, da will ich nur Flachbank machen. Und bei OHP will ich auch nur OHP machen und kein Kurzhantel-OHP oder was auch immer. Oder, aber da finde ich es irgendwie ganz geil. Ich weiß auch nicht, warum, wenn du jetzt sagst, okay, es ist kontraproduktiv, wollte ich fragen, du warst derjenige, der mal gesagt hat, also erstmal, ich bin mit den Front Squats zum Beispiel, also mit dem Frontkniebeugen nur dazu gekommen, weil du ja mal gesagt hast, wir könnten das mal ausprobieren. Deswegen war das eigentlich so meine Idee. Wenn du jetzt aber sagst, ja, wenn du jetzt so Powerlifting-lastig trainieren willst, macht es keinen Sinn. Bodybuilding-lastig macht es dann auch Sinn oder nicht, weil du gesagt hast, letztens, nee, und irgendwann vor ein paar Monaten hast du mal gesagt, wir könnten das mal ausprobieren. So, warum jetzt so und vorher so? Und beziehungsweise unter welchem Aspekt hast du das gesagt? Ne? Es kann ja immer sein, dass du das unter einem gewissen Aspekt einfach gesagt hast. Und das gleiche auch, was ich natürlich auch überlegt hatte, wäre gestrecktes Kreuzheben zu probieren. Also an einem Tag halt, ne? An einem Tag gestrecktes Kreuzheben und Hip Thrust und am anderen Tag conventional, normales und dann halt die RDLs. Das wäre halt auch noch, fände ich auch ganz cool, weil so gestrecktes Kreuzheben liegt mir, glaube ich, relativ gut. Weil ich früher nämlich auch immer eher so ein gestrecktes Kreuzheben gemacht habe, bevor ich mit dir angefangen habe.